der Marco zeigt euch jetzt gut Osobuco. Dann starten wir gleich einmal durch. Also wichtig ist einfach, wenn wir anfangen, dass wir einfach unsere Zutaten, unser Mise en Place schon griffbereit haben, nicht dass wir dann anfangen müssen, das Zeug zusammen zu machen. Wir fangen an, indem wir das Fleisch salzen. Also ich tue das jetzt nur salzen, ohne Pfeffer, weil wir das recht scharf abraten, oder? Und beim Pfeffer haben wir dann bei der hohen Temperatur einfach die Gefahr, dass das bitter werden kann, was wir nicht drinnen haben möchten. Das ist jetzt einfach so ein Geheimtipp. Wir tun nachher in die Sauce der Merino ganze Pfefferkörner rein, von dem her können wir das ruhig machen. Da können wir ruhig, wenn wir mit dem Salz nicht sparen, da können wir ruhig gehörig salzen. Ich nehme jetzt ein bisschen Butterschmalz her. Es wäre eigentlich ein italienisches Gericht, aber der Butterschmalz ist natürlich unser Olivenöl. Das tun wir jetzt schön scharf abbraten. Da können wir ruhig eine körige Farbe haben und eine schöne Kruste. Es gibt noch einen guten Geschmack der Soße und das Fleisch, dann trocknet es nicht so schnell aus, dann wird es schön saftig. Wir könnten das jetzt melieren auch, das tun wir aber nicht, weil wir natürlich nachher durch das ganze Gemüse, das wir in der Sauce drin haben, da wir das gehörig durchpressen, vorzugsweise können wir das ja durch die flotte Lotte machen, haben wir die Bindung vom Gemüse sowieso in der Sauce drin. Das gibt nachher eine richtig, eine kräftige, gute Sauce. Wenn die schön angebraten sind, tun wir die auf Zwiebeln. Weil wir machen dann auch mit dem Bratenansatz Zwiebeln. Also wir machen das Gemüse rein. Das tun wir dann auch schön abrösten. Jetzt fangen wir mit dem, wir tun zuerst immer das harte Gemüse, Karotte, Sellerie, zuerst rein. Und nicht die Zwiebeln zum Schluss rein, weil Zwiebeln versus Gefahr einfach da, dass es dir schneller verbrennen. Da tun wir jetzt die Temperatur ein bisschen reduzieren, weil wir einfach ein schönes Röstaroma haben möchten. Und beim Gemüse tun wir das immer so Haselnuss groß schneiden. Dann haben wir immer ein bisschen mehr Flamme und haben dadurch gleich viel mehr Röstaroma. Jetzt lassen wir das ein bisschen rösten. Danach tun wir den Zwiebeln am Schluss rein, wenn das ein bisschen eine goldgelbe Farbe hat. Und jetzt nehmen wir das jetzt einfach, das bringt jetzt nicht, wenn wir das jetzt so voller Stufe machen. Das ist einfach gleichmäßig bei einer angenehmen Temperatur schön goldgelb ein bisschen rösten. So, dann tun wir Zwiebeln rein. Und bei so einer Sache ist einfach immer wichtig, nachdem wir das Gemüse sparen, dann auch ruhig das Gemüse drin sein, weil das gibt einfach einen Geschmack und dann brauchen wir das natürlich auch nachher für die Bindung im Gericht, oder? Jetzt haben wir diese schöne Farbe beim Gemüse drin. Und dann haben wir als nächstes ein bisschen Tomatenmark drin. Da ist gut. Das ist je nachdem, das ist ein bisschen Gefühlssache. So, beim Osobuco ist es jetzt so schön, das verträgt es gut. So. Das tun wir auch ganz kurz mitrösten. Da tun wir aber auch aufpassen, dass das nicht heiß wird oder verbrennt, weil das so gar nicht bitter wird. Thank you.
So, dann tun wir das mit einem Rotwein ablöschen. Da nehmen wir jetzt einfach wirklich nehmen, was wir gerne trinken. Vielleicht nehmen wir ein Stückchen von dem, was wir nachher zum nächsten Schirm dazu nehmen. Dann können wir warten, bis der Wein verkocht ist, bis der eigentlich wieder fest zur Gänze weg ist. Und anschließend können wir das mit dem Kalbsfond, den wir ja schon gemacht haben, aufgießen. Wenn wir das aufgegossen haben, dann tun wir ein paar Lorbeerblättchen dazu, ein, zwei Schluck. Eine Knoblauchzehe können wir dazu tun und ein bisschen Pfeffer. Dann nehmen wir den Kalbsfond. So. Und dann können wir da so Buko-Schieber wieder dazu rein tun. Einfach schauen, dass die auch schön bedeckt sind. Und jetzt schmoren wir das Ganze zwischen 1,5 und 2 Stunden. Das kommt natürlich auf die Dicke vom Fleisch an, bei 160 Grad im Ofen. Wir können einfach zwischendurch auch gerne immer wieder einmal kontrollieren. Und sagen, wenn sich das Fleisch schön vom Knochen löst, dann sind die ja tipptopp. Jetzt haben wir das Ganze schön geschmort. Jetzt haben wir da wirklich eine wunderschöne Sauce. Das Fleisch ist butterzart. Das löst sich vom Knochen. Jetzt wollen wir einmal das Fleisch aus der Sauce rausnehmen. Und dann tun wir die Sauce passieren. Wir machen das jetzt durch eine Spitze. Ihr könnt es daheim natürlich auch durch die Flotte Lotte lassen. Das ist, eignet sich fast noch besser. Oder ihr könnt natürlich auch wahlweise mixen. Ich tue es jetzt nicht so gerne mixen, weil ich finde einfach, dass die Sauce dann noch heller wird und wir kriegen so schon genug Bindung rein. Wir machen das wie gesagt durch eine Spitze. Ihr durch eine Flotte Lotte oder wie ihr das möchtet. Wichtig ist einfach, dass wir da jetzt nicht zaghaft sind, sondern dass wir wirklich richtig das durchpressen, dass wir auch ein Stück vom Gemüse durchpressen können, was ist natürlich einfach eine schöne Bindung und Geschmack natürlich auch wieder. Da kann man ruhig richtig kräftig, je stärker, desto besser natürlich. Und dann haben wir ein Tip-Top-Sößle für unsere Osobuco. Dann können wir das gleich anrichten, wenn wir das natürlich gleich essen möchten. Wir können das aber natürlich auch, wie gesagt, auch einkühren mit der Sauce zusammen. So. Dann tun wir das noch ein bisschen ausgarnieren mit ein paar Tomatenwürfeln. Ein bisschen frisch gehackte Petersilie und ein bisschen von einer Zitronenzeste. Da schauen wir natürlich darauf, dass wir Bio-Zitronen haben. Unbehandelt, das ist ganz wichtig. Wächst der Pestizide ja. Und dazu tät sie jetzt ganz gut im TCH-Bieter, wenn wir da eine cremige Polenta dazu machen. Dann können wir Nudeln dazu machen. Im Endeffekt sage ich immer, erlaubt ist, was schmeckt. Ich persönlich tät jetzt eine gute Polenta machen. Oder Nüdile. Ein Guter.